Liebe Geschwister, ich möchte heute über ein Thema sprechen, was relativ alltäglich ist. Relativ im Sinne von, man spricht öfters darüber, man hört interessiert zu, manchmal fragt man sich selber, ob es auf einen zutrifft oder nicht. Und ein Thema, was gleichzeitig, liebe Geschwister, von sehr vielen Gelehrten und Freitagsrednern, Imamen, mit Absicht weniger behandelt wird. Mit Absicht weniger behandelt wird. Warum? Der Gedanke dahinter ist, dass man dadurch noch zusätzlich dazu beitragen würde, dass Muslime gewisse Pflichten vernachlässigen würden. Sei es weltliche Pflichten, wenn man das so einteilen möchte, ja, dass sie sich konzentrieren in der Schule, im Studium, im Beruf, oder sei es religiöse Pflichten, ja, oder gewisse andere religiöse Thematiken. Und dennoch ist es wichtig, mal über dieses Thema zu sprechen. Es ist diese große Thematik Wunder, Ruqya, Jinn. Ja? Einige von euch fangen ein bisschen an zu lächeln und denken an das, was sie so als Kinder gehört haben, was man sich so erzählt hat oder immer noch erzählt. Und es ist ein gewaltiges Thema, ein großer Block, liebe Geschwister. Lasst uns beim Einfachen anfangen. Warum gibt es überhaupt Wunder? Zuallererst, Allah Ta'ala wählte, dass das Gewöhnliche aufgehoben wird, um der Religion zu dienen. Indem er Propheten entsandt hat und sie nicht nur hat rechtschaffene Menschen sein lassen, sondern hat sie eben auch Wunder wirken lassen. Ein Beispiel, Allah Ta'ala sagt in der 5. Sure im 110. Vers, also relativ am Ende der 5. Sure, إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى بَنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَ بِإِذْنِي. Und als Allah Ta'ala sprach, O Isa, Sohn von Maryam, gedenke meiner Gnade an dir und an deiner Mutter, als ich dich mit dem Engel Jibril stärkte, sodass du in der Wiege zu den Menschen sprachst. Liebe Geschwister, dieses Wunder ist nicht in der Bibel erwähnt. Dass Isa alayhi salam als Baby gesprochen hat, ist nicht in der Bibel erwähnt. Allah Ta'ala erwähnt es im Koran. Und im Mannesalter, also er sprach zu den Menschen auch im Mannesalter, und als ich dich die Schrift, die Weisheit, die Tora und das Evangelium lehrte, und als du aus Lehm mit meiner Erlaubnis etwas schufst, was so aussah wie die Gestalt eines Vogels, und in ihr dann einhauchtest und sie dann ein wirklicher Vogel wurde. Isa alayhi salam, ja, praktisch aus Ton ließ er einen lebendigen Vogel entstehen. Bi'idhni, Allah Ta'ala spricht, durch seine Erlaubnis. Durch die Erlaubnis von Allah Ta'ala, nicht aufgrund von Isa alayhi salam eigenen Kräften. Es war nicht die Kraft von Isa alayhi salam, dies zu tun, sondern es war die Erlaubnis Allah Ta'alas, die dies vollbrachte. Und dass du den als Blindgeborenen und den Weißgefleckten mit meiner Erlaubnis heiltest und Tote mit meiner Erlaubnis aus den Gräbern herauskommen ließest. Ja, Tote wurden wieder lebendig aufgrund des Befehls von Isa alayhi salam, der von Allah Ta'ala natürlich anbefohlen wurde und umgesetzt wurde durch seine Macht und seine Kraft. Warum? Weil Menschen zu Zeiten mehr brauchen als nur die Worte oder Taten von einem rechtschaffenen Mann. Und so können wir die gesamten Wunder der Propheten unter dieser Überschrift einordnen,
damit die Religion gestärkt wird. Als Musa alaihi salam das Meer geteilt hat, dass Nuh alaihi salam mit einem kleinen Schiff den Sturm der Menschheitsgeschichte überlebt hat und die weiteren Wunder, die wir im Koran und in der authentischen Sunna kennen, die können wir alle darunter einordnen. Und warum glauben wir an diese Wunder, obwohl wir sie nicht bezeugt haben, obwohl wir sie nicht gesehen haben, obwohl wir sie nicht miterlebt haben? Wir glauben daran, weil sie uns überliefert worden sind von dem Wunder, nämlich dem Koran. Der Koran und das, was er mit umschließt, nämlich die authentische Sunna, ist das, was uns an diese Wunder glauben lässt. Ansonsten müssen wir unser Urteil kritisch zurückstellen. War Daniel ein Prophet? Wir sagen, Allahu A'lam. Allah weiß es, wir wissen es nicht. Es wird überliefert, ja, dass er das Leben eines Propheten geführt hat, aber nicht bestätigt durch eine authentische Quelle. Es ist nicht im Koran erwähnt, es ist nicht in der authentischen Sunna erwähnt. Ja? Wir können es weitertragen, weil der Prophet gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam, berichtet von den Kindern Israels, darin liegt keine Sünde. Aber wir können nicht, ja, ein festes Urteil zu dieser Thematik treffen. Ja? Oder wir können nicht Iman darin verinnerlichen. Wir können ja eine starke Vermutung äußern, aber wie gesagt, keine Aussage mit einer imanischen Überzeugung. Ein weiterer Grund, liebe Geschwister, warum Allah Ta'ala hat Wunder, Menschen Wunder wirken lassen oder warum es dieses Phänomen von Wundern gibt, es befriedigt ein Bedürfnis im Menschen. Der Mensch ist so erschaffen worden. Gehen wir außerhalb des muslimischen Raumes in der Erde und schauen uns andere Völker, andere Nationen an und wir finden auch, ja, und sei es in noch so atheistisch geprägten Regionen oder Kulturen, Menschen, ja, die über Spiritualität sprechen, die über Wunder sprechen, die über Dinge sprechen, die man eben nicht mit materiellen Erklärungen beschreiben kann. So ist der Mensch einfach erschaffen und so wird auch immer einen Instinkt haben, der nach diesem Übernatürlichen verlangt. Eine Begebenheit, die Allah Ta'ala auch am Ende der fünften Sure erwähnte, die ich euch nun vortrage. إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ قَالُوا نُرِيدُ أَن نَّأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ. Und als die Prophetengefährten von Isa alaihi salam, die Jünger, sagten: O Isa, Sohn von Maryam, wird Allah uns einen gedeckten Tisch mit Speisen vom Himmel herabsenden? Er sagte: Fürchtet Allah, wenn ihr Gläubige seid. Wir sehen von guten Gläubigen, liebe Geschwister, die ein Bedürfnis haben, obwohl sie Isa alaihi salam erlebten und die Wunder, die wir gerade eben aus dem Koran vorgetragen haben, erlebten, aber sie wollten mehr davon haben. Und hört euch die erste Botschaft von der Antwort Isa alaihi salams, Jesus, an. Habt Ehrfurcht vor Allah. Ist kein Lob gegenüber dieser Bitte. Es ist kein Lob. Habt Ehrfurcht vor Allah, wenn ihr Gläubige seid. Und sie sagten, sie erklärten sich: Wir wollen essen. Sie haben eine gewisse materielle Bedürftigkeit gehabt. Aber es gab noch einen anderen Grund. Sie wollten ihr Herz beruhigen. Sie wollten im Iman steigen. Denn wenn man etwas erlebt, ist es anders, als wenn man davon hört. Oder wenn man mehrere Erlebnisse hat, ist es besser, anders, als wenn man, ja, in Anzahl wenige Erlebnisse hat. Aber denkt an diese erste Antwort: Habt Ehrfurcht vor Allah, wenn ihr Gläubige seid. Das ist also keine Sache, die gelobt wurde von Isa alaihi salam, dem Gesandten Allahs.
Und sie sagten weiter, ja, dass ihr Herz also noch an Iman steigt, dass Isa alaihissalam die Wahrheit gesagt hat und dass sie darüber Zeugnis ablegen können, dass sie dies weitertragen können. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Wenn du und was die Gnaden deines Herrn anbelangt, berichte darüber. Wir tragen weiter, ja, die Wirkung von Allah, die Wirkung vom Islam, die Gnaden, die Allah Ta'ala uns gibt. Und auch Omar, der Sohn von Omar, Abdullah ibn Omar, Allah möge mit beiden zufrieden sein, er hat Allah Ta'ala auch darum gebeten, dass er einen besonderen Traum bekommt, als er erlebt hat, wie die Prophetengefährten immer ihre Träume dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam nach dem Fajr-Gebet, nach dem Morgengebet berichteten und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam diese Träume dann deutete. Und er wollte auch so einen besonderen Traum haben, ja, den er dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam erzählen kann, auf dass er dann vom Gesandten Allahs gedeutet wird. Das heißt, wir verlangen nach diesem Übernatürlichen. Wir wollen, dass unser Herz auch etwas fühlt. Ja? Wir kennen es zu lernen und dieses Gefühl im Kopf zu haben. Wir kennen es, Sport zu treiben und ja, angenehmen Muskelkater zu spüren. Ja? Und das Herz möchte eben auch Religion spüren und erleben. Und das wird das größte Gefühl, was man haben kann, ist, dass man spürt, wie Allah Ta'ala für einen Gewöhnliches aufhebt und zu Ungewöhnlichem werden lässt. So, liebe Geschwister, aber jetzt kommen wir mal zu praktischen Angelegenheiten. Das war jetzt nur was Theologisches erstmal. Dieses Bedürfnis von Menschen, Übernatürliches zu erleben, wird auch ausgenutzt. Und dann gibt es den Guru so und so und irgendeinen besonderen Scheich den und den, ja, und seltsame Zusammenschlüsse. Und Menschen werden ausgenutzt. Menschen werden für dumm erklärt. Und ihre Probleme werden nicht gelöst, sondern werden meistens noch größer. Nur, dass sie am Ende ärmer dastehen und lächerlich gemacht. Ja? Und wahrscheinlich auch isoliert von ihren Familienmitgliedern oder Freunden, ja? Weil sie dann mit denen Konflikte gehabt haben, weil die wollten sie warnen, nein, mach dies nicht und gib nicht die 10.000 Euro diesem Wunderheiler so und so. Und dann, ja, Konflikte. Warum? Liebe Geschwister, die Wunder, die von den Propheten gewirkt wurden, sind Mu'jizat. A'jaza yu'jizu im Arabischen bedeutet jemanden unfähig machen. Al-Ajuz, ja, ist die ganz, ganz alte Person, ja, ganz alt. Ja, Ajiz bedeutet impotent oder unfähig, ja, mit all seinen Schattierungen oder Verwendungsmöglichkeiten. Und eine Mu'jiza, ein Wunder, was unfähig macht, bedeutet, weil die Menschen damals herausgefordert waren, Isa alaihi salam zu widerlegen, indem sie Gleiches vollbringen. Sie sagten, er war kein Gesandter Allahs, aber er hat Tote lebendig gemacht. Warum haben sie nicht Tote lebendig gemacht? Um zu zeigen, dass dies kein Zeichen vom Prophetentum ist. Und in Bezug auf den Koran wissen wir, dass er die Menschheit bis heute, ja, und bis zum Tag des Gerichts und darüber hinaus unfähig machte, etwas Gleiches zu vollbringen. Denn dies ist Allah Ta'alas Wort, mit dem er die Menschen einlädt und durch die er die Menschen auch überzeugt, durch die Wahrhaftigkeit, von der Wahrhaftigkeit dieser Botschaft. Das waren also die Wunder der Propheten. Sie machten unfähig, selbiges zu vollbringen. Aber es gibt auch Besonderheiten, Wunder in Anführungsstrichen, von Nicht-Propheten. Und tatsächlich, liebe Geschwister, teilen diese sich auf in den Wundern von den Rechtschaffenen, Rechtgeleiteten und auch in den Wundern von irregeführten und irreführenden Menschen. Von irregeführten und irreführenden Menschen. Und weil dies ein besonderes Bedürfnis bei den Menschen ist, wie gesagt, setzen dort Betrüger an. Und der schlimmste Betrug ist nicht der, der die Brieftasche trifft, sondern das Herz und den Geist des Menschen. Das heißt, vorher werden sie in ihren Überzeugungen und in ihren Gefühlen betrogen, bevor sie
in ihren Finanzen betrogen werden. Und deswegen ein Rat von einem Mann, ich möchte ihn kennenlernen und bitte Allah Ta'ala darum, dass wir ihn alle kennenlernen dürfen im Paradies. Er ist namentlich nicht erwähnt, aber er hat größte Mühen unter Einsatz seines Lebens aufgebracht, um uns diesen Ratschlag, nicht uns, aber um seinem Volk damals einen Ratschlag zu geben. Und Allah Ta'ala hat diesen Ratschlag verewigt, indem er ihn in den Koran mit aufgenommen hat. Das heißt, dieser eine Mann warnte nicht nur sein Volk, sondern subhanallah, vielleicht weiß er noch nicht mal davon Bescheid, wenn Allah Ta'ala ihn nicht benachrichtigt hat. Er weiß nicht Bescheid, möglicherweise, dass er Völker mit seinen Worten gewarnt hat, tausende Jahre nach seinem Tod. Allah Ta'ala sagt in Surat Yasin, وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ. Und es kam vom entferntesten Teil der Stadt ein Mann angelaufen. Er hatte Mühen auf sich genommen. Er sagte, oh meine Leute, folgt den Gesandten, folgt den Gesandten. Und er beschrieb sie mit zwei Eigenschaften. Folgt denjenigen, die von euch keinen Lohn verlangen. Das heißt, wenn ihr von irgendjemandem in irgendeiner entfernten Gegend gehört habt, der sagt, ich werde dich heilen und dies und jenes und ich brauche dein Haus, ich brauche 10.000 Euro. Ja? Alles, was wirklich übertrieben ist. Ich meine, wenn man jetzt, sagen wir mal, ein Stundengehalt von 10, 20 Euro verlangt, ja, das ist normal, wenn man irgendwo Regale einräumt, kriegt man mehr oder weniger dasselbe. Wahrscheinlich ein bisschen weniger, aber das ist verständlich. Aber irgendwelche Unsummen, subhanallah. Folgt denjenigen, die von euch keinen Lohn verlangen, die kein weltliches Interesse daran haben, dass ihr ihnen folgt. Gut, aber das allein genügt nicht. Ja, weil wir haben auch viele Leute, die sind einfach, ja, sind wahrscheinlich, die meisten von ihnen werden noch nicht mal zur Rechenschaft gezogen. Sie sind eine Prüfung für uns, aber sie selber haben gar keine Prüfung mehr. Ja? Sind in dem Sinne nicht gewöhnlich, nicht normal. Und sie sagen, ja komm, folgt mir. Nein, nein, nein. Das zweite Kriterium, und die recht geleitet sind. Die keinen Lohn verlangen und die recht geleitet sind. Und haben da das etwas, was man im wissenschaftlichen Kontext auch überprüfen kann. Wenn euch jemand erzählt, du musst, ich schreibe dir etwas auf und die Zeichen kann man gar nicht erkennen und das hängst du bei dir auf oder trägst es mit dir rum und das kostet dich 10.000 Euro, dann kann man erkennen, diese Person ist nicht recht geleitet. Definitiv nicht. Warum? Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam so einen Quatsch nicht gemacht hat und davor gewarnt hat. Und die Prophetengefährten genauso. Das heißt, die Person ist nicht recht geleitet, die arbeitet nicht mit uns überlieferten Mitteln. Hier geht es nicht um, dass man einer Person, die Trost braucht, Passagen aus dem Koran vorliest und Bittgebete spricht. Ja? Sondern das ist Betrug, das ist Wahnsinn. Und wie gesagt, spielt mit den Überzeugungen und den Gefühlen der Menschen zuallererst. Das heißt, keinen Lohn verlangen und gleichzeitig recht geleitet sein. Das sind Menschen, von denen wir etwas mitnehmen, von denen wir lernen, von denen wir uns behandeln lassen, ja, von denen wir einen Ratschlag annehmen. Das heißt, uns interessieren nicht, ja, Wunder, weil Wunder, wie gesagt, die Gelehrten haben aufgeteilt, Wunder sind keine Sachen, die für Muslime oder besondere Muslime vorbehalten sind. Allah Ta'ala hat dies zur Prüfung zugänglich gemacht für viele Menschen. Auch Irregeführte und Irreführende. Das heißt, was uns interessiert sind, nicht was diese Menschen wirken, sondern wer diese Menschen sind. Verlangen sie von uns Lohn, nutzen sie uns aus, in diesem Sinne, und sind sie recht geleitet. Und sind sie recht geleitet. Und sind sie auch kompetent? Ja? Sie mögen vertrauenswürdig sein, aber vielleicht
haben sie die Sache nicht richtig erforscht. Ja? Und sagen, du musst Sure so und so dreimal lesen und dann hast du das Problem gelöst. Okay, aber wo steht das? Steht das im Bukhari oder steht das im Muslim oder in irgendeiner authentisch überlieferten Quelle? Dann lass uns loslegen. Aber wenn das einfach nur aus der Erfahrung gewachsen ist, sollte man sehr, sehr kritisch sein, liebe Geschwister. Ja, sollte man sehr, sehr kritisch sein. Man sollte bei dem bleiben, was überliefert ist. Wenn dann argumentiert, ja, aber es funktioniert. Seht ihr, es gibt so eine logische Denkfalle. Ich gebe es euch als Witz weiter. Sitzt, also steht jemand und klatscht. Und jemand fragt, warum klatschst du? Und er sagt, ich vertreibe die Elefanten. Und dann sagt er, ja, hier sind doch gar keine Elefanten. Dann sagt er, siehst du? Ja? Subhanallah, vielleicht hat vor 100 Jahren eine rechtschaffene Person einmal Surat Yasin gelesen und dann Bittgebete gemacht im Anschluss und etwas ist passiert, worum er gebeten hat. Was heißt das jetzt? Heißt das jetzt, weil er Surah Yasin gelesen hat? Oder heißt das, weil er Koran gelesen hat? Weil er Bittgebete gemacht hat? Vielleicht hätte er irgendeine der anderen 113 Suren lesen können. Und genau dasselbe wäre passiert. Vielleicht hätte er auch nicht mal Koran lesen müssen, sondern nur Bittgebete machen müssen. Oder vielleicht hätte er einfach nur seiner alten Mutter helfen müssen. Das ist auch ja, eine rechtschaffene Tat, die Allah Ta'ala dann segnet. Oder wo das Bittgebet dann noch von Allah Ta'ala stärker erhöht und erhört wird. Das heißt, in diesem Bereich müssen wir sehr, sehr aufpassen, weil wir wurden jahrhundertelang auch zum Narren gehalten und das passt wirklich nicht, ja, gerade wenn wir in einer Dauersituation sind, dass wir uns in diesen Bereichen als lächerlich machen, ja, und auch unsere Religion der Lächerlichkeit preisgeben. Zum Thema Ruqya. Es ist überliefert, sahih, dass der Koran eine heilende Wirkung hat. Und zwar zuallererst im Koran. Ja? Eine Heilung für das, was die Menschen in ihrer Brust bewegt. In ihrem Inneren bewegt. Für unsere Emotionen, für unsere Seele. Das steht fest, tatsächlich. Und weiterhin kann es auch also körperliche Krankheiten mit, die Behandlung dieser körperlichen Krankheiten mit unterstützen. Aber wenn jemand ein Problem hat, und glaubt mir, liebe Geschwister, das ist 95-99% von Menschen, die nach Ruqya verlangen, brauchen gar keine Koranlesung über sie, keine Ruqya. Die allermeisten brauchen dies nicht. Menschen rufen an, sagen, ja, mir ist dies und jenes passiert, ganz irgendwas Besonderes erzählen sie und dann wollen sie, dass das gelöst wird durch einen Scheich, der Koran liest und Bittgebete macht und dann alles ist gut. Aber keine Logik ist dahinter. Stellt euch mal vor, eine Person, die sommerlich gekleidet den Winter verbringt, sich erkältet und schwer krank wird und dann zum Arzt geht und sagt, ja, ich will diese eine Pille, von der ich viel gehört habe. Gib mir diese eine Pille und ja. Er nimmt die Pille. Was wird passieren? Er wird sich vielleicht für einige Stunden gut fühlen. Sagen, ja, Alhamdulillah, die Pille hat gut geholfen. Aber wenn er das Leben weiter so lebt, sich nicht richtig ernährt, sich nicht richtig anzieht, er wird wieder krank werden. Mit der Gefahr, dass er am Ende sagt, die Pille wirkt gar nicht. Übertragen auf unseren Fall, jemand mit einer schwierigen Situation kommt zum Scheich und sagt, ja, Scheich liest für mich Koran, der Scheich liest Koran, man fühlt sich ein bisschen besser, aber 2-3 Tage später ist die Person in denselben Problemen gefangen und dann sagt sie, ja, Koran funktioniert nicht. Ja, das ist, und der hat auch noch 20 Euro von mir genommen und ja. Solche Leute sollte man meiden. Aber die allererste wichtige Botschaft ist, liebe Geschwister, das ist etwas, das man für sich selbst macht. Du brauchst dazu gar keinen Scheich. Dir geht's nicht gut, du brauchst Trost, du brauchst Aufbau, du brauchst Motivation, du brauchst Heilung. Ja, der Koran ist dafür da. Dann schlag ihn auf und lies. Also den Mushaf. Geh zu deiner Mutter, zu deinem Vater, lass für dich lesen. Dazu brauchst du keinen Scheich, keinen Imam. Du willst, dass der Imam für dich Bittgebete macht? Wie stark wird dieses Bittgebet sein? Oh Allah, bitte löse die Probleme von so und so. Und der Imam, der denkt an X, an Y, an Z. Der ist auch nur ein Mensch. Wenn du selber das Problem hast,
dann bist du voll dabei beim Bittgebet oder nicht? Dann sagst du, oh Allah, bitte helf mir, oh Allah, bist du voll dabei. Und das ist das, was das Bittgebet ausmacht und dessen Erfüllung. Das heißt, zieh dich erstmal an und ernähre dich gesund, dann wirst du auch nicht krank. Warum? Weil dein Immunsystem ist stark. Und wenn du mal krank wirst, dann wirst du schneller wieder gesund und nachhaltiger gesund. Und anziehen bedeutet im Islam, bete fünfmal am Tag, führe aufrichtige Gespräche, Bittgebete mit Allah Ta'ala und lebe ein rechtschaffenes Leben. Und wenn da mal was kommt, vielleicht einmal alle 50 Jahre in deinem Leben, und es muss von einem Spezialisten gelöst werden, ja, dann dafür ist dann der Spezialist da. Aber nicht, subhanallah, für jemanden, der die Basics noch nicht mal erfüllt. Da wird dann diese Spezialmedizin nicht wirken können, liebe Geschwister. Und andererseits, manchmal hat man seelische Probleme und man fühlt sich wie in einem Gefängnis, wie gefoltert in diesem Gefängnis, weil man Lebensprobleme hat, man hat Familienprobleme, man hat eigene psychische Probleme. Aufgrund der Lage, die man hat. Das heißt, kein Bruder, der keine Arbeit hat, soll jemals Ruqya über sich machen lassen. Der soll erstmal arbeiten gehen, weil er muss erstmal sein Leben regeln, versteht ihr? Was soll denn die Ruqya helfen, wenn er dann ins selbe Leben zurückkehrt, was diese Probleme erst verursacht? Das heißt, klär deine Familienprobleme, klär deine persönliche Lage, such dir Rat bei Spezialisten, bei Beratern, bei Sozialarbeitern, bei Psychologen, bei deinem Vater, bei deiner Mutter, bei deinem Opa, bei deiner Oma, Menschen, die Weisheit haben, Lebenserfahrung und Kenntnis und Liebe. Das ist, ja, das ist die Basis. Und wenn die Basis in der Regel gelegt ist, selten braucht man irgendwelche Spezialeingriffe. Und was auch, wovor auch gewarnt sein muss, das, was den Islam ausmacht, liebe Geschwister. Die Hauptbesonderheit des Islams wird gefährdet durch diese Einstellung, man geht zum Scheich und lässt Koran über sich lesen. Auch sei er recht geleitet und er nimmt kein Geld und. Und man hat die Familienprobleme auch bereits geklärt, man war auch beim Arzt und so weiter und so weiter und so weiter. Selbst dann ist es eine Gefahr. Warum? Weil deine direkte Beziehung zu Allah Ta'ala in Gefahr gerät. Anstatt dass du selber Bittgebete machst, anstatt dass du selber aus dem Koran, aus dem Mushaf liest oder ihn dir anhörst und selber diese Beziehung lebst zu Allah Ta'ala, outsourcest du und sagst, okay, das macht der Scheich, ist dafür zuständig. Nein. Das ist eine große Gefahr. Und deswegen gibt es auch sehr viele Imame und Gelehrte, die sagen, nee, sowas mache ich nicht. Weil sie mitbekommen, dann am Ende gibt es einen Kult um ihre Person, ja, Und sie haben den Personen damit keinen Gefallen getan, weil sie sagen, oh, der Scheich hat geholfen. Sie sagen nicht, Allah Ta'ala hat gesegnet. Ja, und subhanallah, allein die Wortbedeutung vom Wort Jinn gibt uns sehr viele Botschaften mit. Jinn, ja, al-Ijtinan bedeutet sich verbergen. Al-Mijan ist das Schild, ja, des Kämpfers, weil es ihn verbirgt. Also ein Jinn ist etwas Verborgenes. Allah Ta'ala sagt auch im Koran, wo habe ich das hier? Ja, Copy-Paste ist immer so eine Sache. Also ich habe die Khutbah selber erstellt, aber ich habe vergessen, den Vers einzufügen. Innahu yarakum wa qabilatuhu min haythu la taraunahu. Sinngemäß. Ja, in der siebten Sure. Der Scheitan und sein Stamm, seine Art, sieht euch, von wo ihr ihn nicht sehen könnt. Im Sinne von, sie können unsere Welt sehen, aber wir können ihre Welt nicht sehen. Wir sind aber auch nicht dazu beauftragt, ja, uns immer in diesen Feinheiten und den Welten der Djinn zu vertiefen. Ja. Und dann irgendwann landen wir mal bei der Einstellung, ja, Ausbildung brauchen wir nicht machen, arbeiten auch nicht, der Dajjal kommt morgen. Ja? Das ist das, was einige Gelehrte davon abhält, zu sagen, okay, lass uns mal ein Ganztagsseminar zu dem Thema machen. Ja? Während wir andere Pflichten und prioritäre Pflichten, wichtigere Pflichten, gerade vernachlässigen.
Lass uns Allah Ta'ala an dieser Stelle um Vergebung bitten. Er ist der Einzige, der uns zu vergeben vermag. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Liebe Geschwister, ich glaube, die Hauptbotschaft ist angekommen. Ja, Allah Ta'ala hat uns so erschaffen. Und es ist auch in Ordnung, dass wir nach besonderen Zeichen von Allah Ta'ala verlangen. So ist es im Koran festgehalten, so ist es in der authentischen Sunna auch überliefert. Aber wie gesagt, mit einer gewissen Warnung auch, dass man darin nicht übertreiben soll. Allah Ta'ala sagt im Koran auch, خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلْ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعَجِلُونَ. Der Mensch ist als eilendes Geschöpf erschaffen worden. Ja, ist immer, will immer alles schnell, schnell, schnell haben. Ja? Allah Ta'ala sagt, ich werde euch meine Zeichen zeigen, aber verlangt nicht, dass ich mich übereile. Verlangt nicht, ja? Also bedrängt nicht, ja? Gibt da verschiedene Übersetzungen dafür. Falatas da'ajilun. Es gibt kein Wunder für den, der sich nicht wundern kann. Ich möchte diese beiden, den koranischen Vers mit dieser Weisheit einer Dichterin zusammenbringen. Oft, liebe Geschwister, sind die Zeichen schon längst da. Aber weil unser Herz verdreckt ist, können wir diese Zeichen nicht sehen. Weil wir uns nicht wundern können, weil wir diese Fähigkeit im Herzen unterdrückt haben oder verkommen haben lassen, deswegen spüren wir diese Wunder nicht. Allah Ta'ala sagt im Koran, Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Aber nein, das, was sie zu tun pflegten, an Sünden, an schlechten Taten, an Verleugnung etc., hat über ihre Herzen Schmutz gelegt. Und Wunder werden nicht durch das Auge, über das Auge wahrgenommen, liebe Geschwister, sondern das Herz. Ja? Das Herz vermag Zeichen von Allah Ta'ala zu erkennen. Deswegen, wenn wir Wunder erleben wollen, reinigen wir unsere Seele, liebe Geschwister. Und ansonsten verlangen wir nicht noch nach mehr Zeichen, weil das wird uns nichts bringen, wenn unsere Sicht verdreckt ist oder behindert wird. Ein einziges Wunder, von dem ich überzeugt bin, dass wir danach verlangen dürfen und sogar müssen. Womit ich auch die Khutbah abschließen möchte. Verlangt von Allah Ta'ala ehrerbietig, dass ihr ein rechtschaffenes Leben leben dürft. Befreit von großen Sünden, befreit von regelmäßigen kleinen Sünden und voller Segen für sich und für andere Menschen. Bittet Allah Ta'ala darum, dass ihr einen halal Beruf ergreifen könnt, dass ihr eine Familie gründet, dass ihr einen Segen für eure Umgebung seid. Verlangt nach einem rechtschaffenen, tatenreichen Leben. Und subhanallah, das ist in dieser Zeit ein Wunder. Und die Gelehrten selber damals haben gesagt, das ist das eigentliche Wunder, worum man Allah Ta'ala bittet. Und dieses Wunder, liebe Geschwister, ist sogar größer als alle anderen, die man als Mensch gezeigt bekommen kann. Die Gelehrten haben festgehalten, dass die Wunder, wir haben ja gesagt, sie sind dazu da, um Bedürfnisse von Menschen zu befriedigen. Und sie haben gesagt, dass diese Wunder nicht ein Zeichen sind dafür, dass die Person eine besondere Person ist, auch wenn sie diese Wunder erlebt. Sondern diese Wunder sind dafür da, dass die Person eine Imanstärkung bekommt oder diejenigen, die davon mitbekommen. Und deswegen haben die Muslime nach den Prophetengefährten mehr von solchen Wundern erlebt als die Prophetengefährten selber. Weil die Prophetengefährten, ja, das hat sie nicht weiter beeindruckt. Weil sie haben die großen Dinge bereits gesehen. Sie haben Allah Ta'ala, ja, sie haben den Islam mehr verinnerlicht. Sie haben den Propheten Mohammed zusammen gesehen, haben erlebt, wie der Koran herabgesandt wurde. Alles andere ist für sie dann eine Kleinigkeit. Ja, ja, da, aber eine Kleinigkeit.
Das heißt, vielleicht werdet ihr in eurem Leben nie solche besonderen Dinge erleben, aber wenn ihr ein rechtschaffenes Leben lebt, ist das ein noch viel größeres Geschenk von Allah Ta'ala, als wenn ihr Geschichten von Tausend einer Nacht in Wirklichkeit erlebt habt. Ja Allah, ja Aziz, ja Rahman, ja Rahim, wir bitten dich mit all deinen Namen, oh Allah, die wir auch alle kennenlernen wollen, die dir uns mitgeteilt worden sind. Bitte vergib uns und bitte führe uns zum fünfmaligen Gebet, was wir lieben, wonach wir verlangen, mehr als wenn wir hungrig sind, wir nach Essen verlangen, oh Allah. Oh Allah, bitte lass uns wissbegierig sein und schenke uns Segen und schütze uns vor unseren Schwächen und Verlangen gegenüber Schlechtem. Und bitte lass unser Herz das Gute verlangen, oh Allah, und motiviert sein, es erreichen zu wollen. Bitte vergib auch unseren Eltern und unseren Geschwistern im Glauben und rechtleite all diejenigen, in denen du Gutes siehst. Lass uns zu deinem Licht einladen und dieses weitertragen, oh Allah. Oh Allah, bitte beschütze alle Menschen, die deinen Schutz verdienen, die auf der Flucht sind, die bekriegt sind, die gefangen sind, die gequält werden. Und schenke all den Verzweifelten deinen Trost und lasse uns ein tatenreiches Leben haben, wo wir all den bedürftigen Menschen Abhilfe haben geben können, oh Allah. Oh Allah, bitte führe uns immer weiter auf den geraden Weg und weiterhin auf den geraden Weg und helfe uns von großen Sünden wegzukommen und von schlechten Angewohnheiten wegzukommen, hin zu guten Taten, die regelmäßig begangen werden. Und bitte schenke uns all das, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam von dir erbeten hat und schenke uns Schutz und Zuflucht vor all dem, wovor auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bei dir um Schutz und um Zuflucht gebeten hat. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.